Hi, ihr lieben Ganoven und ihr lieben Schlingel. Willkommen zurück bei der Naslok. Tja, ich muss euch etwas beichten, ich muss euch etwas gestehen. Es ist mir schon lange nicht mehr passiert. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, den Speicher auf meinem PC mit Aufnahmen zu füllen. Leider ist OBS so dumm und speichert die Datei nicht vor, bis man etwas löscht, sondern lässt einfach die komplette Datei unbrauchbar werden, selbst wenn nur 10 Sekunden der Aufnahme nicht mehr auf die Platte gepasst haben. Folglich ist die letzte Folge gelöscht und ihr werdet sie nie sehen. Das ist deswegen so frustrierend, weil vermutlich eins der spannendsten Battles in der gesamten bisherigen Naslok passiert ist. Okay, wo starte ich? Wir sind nach Ondula gekommen. Okay. Ich bin mit Bell durch diese Höhle gegangen. Wir haben nichts gefunden. Und wir haben uns entschlossen, nach Ondula zu gehen. In Ondula haben wir den ein oder anderen Encounter gefangen. Das heißt, in der Bucht und auf der in Ondula selbst. Haben wir 2 Encounter gefangen. Danach bin ich die Route 14 nach unten gewandert und bin straight in eine Ast-Trainerin gelaufen. Und ja, wir alle wissen, wie die verfickten Ast-Trainer in diesem Spiel drauf sind. Und ich will gar nicht mehr zu dem Kampf sagen. Ich denke, ich lasse einfach mal Bilder für mich sprechen. Und mir fällt gerade auf. Oh Mann, ey. Was ist mit OBS los? Please. So. Mir fällt gerade auf, dass wir, ja, nicht das Layout, ne? Das Layout, ja, so, ne? Belassen wir es einfach dabei. Okay, können wir so tun, als wäre das Ganze nicht passiert? Ich hatte gerade technische Schwierigkeiten, okay? Mann, ist das frustrierend. Ohne Scheiß, also wenn ich diese ganze Aufnahmesession mit einem Wort beschreiben könnte, ist es frustrierend. Es sind so viele Pokémon weggestorben. Und dann geht sogar noch eine Aufnahme flöten. Und jetzt, wo ich das ganze Zeug neu starte, ist natürlich mein fucking Layout weg, warum auch immer. Egal, ich reg mich nicht auf. Ich sag euch nur eins. Der letzte Kampf gegen diese Trainerin hätte uns fast die Naslok gekostet. Und wir haben überlebt, mehr oder weniger wegen eines Burns. Guckt euch mein Team an. Um das Ganze kurz zu resümieren, Heslon ist tot. Peeves hat überlebt mit 12 KP. Hanzo hat überlebt mit 19 KP. Wegen einem Crit. Obwohl ich ihn geheilt habe mit dem einen Item. Ich habe safe versucht zu spielen. Schnodder und Captain Toad wären draufgegangen mit einer weiteren Akrobatik. Oder mit einem weiteren Nassschweif. Ne? Genauso wie Pauli. Ich sag's einfach mal so. Wir waren im letzten Part ziemlich kurz vor dem Team Wipe. Wahrscheinlich hätten wir mit einem Pokémon überlebt oder so. Und aufgrund dessen, weil wir jetzt diese Folge nicht mehr haben, habe ich mich dazu entschlossen, noch eine Folge aufzunehmen und den letzten Encounter in der Umgebung ebenfalls noch zu holen. So, damit wir eben wieder, naja, ich würde sagen, eine Grinding-Montage einlegen können zwischendurch. Oder eine Grinding-Session einlegen können, zumindest. So, damit es beim nächsten Mal weitergehen kann. Weil diese Ast-Trainerin, die 3 Pokémon dabei hatte, hatte alle 3 Pokémon auf Level 43.
Und wir haben genau ein einziges Pokémon, was über Level 43 ist. Und das ist Pauli. Und das ist mit Abstand unser höchst geleveltes Pokémon. Alle anderen, naja, seht ihr ja selbst, oder? Da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel erklären. Was für Encounter wir wieder bekommen haben, das erzähle ich euch gleich, wenn wir den letzten Encounter auf Route 14 bekommen haben. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich es ein Meme lassen, ne? Ob das jetzt das größte Meme in dieser gesamten Scheiß-Naslok ist, aber... Nee, ich sag dazu mal nichts. Das war übrigens die Trainerin, die unser Leben praktisch beendet hat. Okay, haben wir hier irgendwie noch... Haha, da ist der nächste Ass-Trainer. Nee, mein Freund. Okay. Wir machen das Ganze mal so. Habe ich hier noch Superschutz und so ein Kram? Gut, da machen wir das so. Das Ding ist, es können trotzdem noch Pokémon kommen, weil Banette wahrscheinlich niedriger gelevelt ist als die wilden Pokémon, ne? Von daher... Machen wir das Ganze mal so. Okay, ich hoffe, dass wir doch noch einen... Ist das der 6 Carpador-Trainer? Das sieht man danach aus, ne? Ich hoffe, dass wir doch noch einen anständigen Encounter bekommen. Leute, ich kann es kaum erwarten, euch die Encounter zu zeigen, die wir bereits haben. Alter, Level 42. God fucking hell, damn it, bitch. Weißt du was, ich bleib einfach drin. Ich outspeede dich und der Erdbeben tötet dich. Ist mir egal, was für einen Typen du hast und es ist mir total wurscht, Alter. Pauli massakriert dich und das passt so. Bamelin kommt rein, okay, jo, Bamelin wird auch sterben, ne? Da sehe ich gar keinen Grund, weswegen du überleben sollst, mein Bro. So, und tschüss, mein Freund. Boom, Level 45, Dankeschön. So, wenigstens ist Pauli, der Boy, mittlerweile sehr stark geworden. Aber in Ordnung, Freunde, wir versuchen jetzt tatsächlich ein gutes Pokémon zu catchen. Und ich versuche mich mal an ein wackelndes Gras heranzumachen. Mal schauen, ob da irgendwas Gutes kommt. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, also früher ging das mit dem Gras relativ easy. Mittlerweile gar nicht mehr. Da hätte ich aber noch gleich noch eine Frage dazu, sobald ich euch die Encounter gezeigt habe, was mich ziemlich wundernimmt. Eine bestimmte Fähigkeit eines Pokémons, wie die sich verhält. Aber ich will euch nicht spoilern. So. Damn it, Alter. Wie? Also, ne? Das ist ja gerade schlimm, wie viele... Hi, du Wanderer, na? Willst auf die Fresse? Das Käfer-Pokémon. Ja, Lil. Backpacker Marek, Pion Skura, okay. Das dürfte ein Käfer-Pokémon, Käfer-Gift sein oder Käfer-Unlicht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal, ich gehe auf jeden Fall auf den Steinhagel. Das Ding war auf jeden Fall Käfer. Ja, dankeschön. Und das war's mit Pion Skura. Boom! Oh, ein Pinsir. Okay, wow. Oh, warte mal, du kannst Kampfattacken, ne? Nee, das war Scaraborn. Ja gut, Pinsir kann auch Nahkampf. Ich glaube, Pinsir kann auch Nahkampf, aber... To be honest, du resistest keinen Steinhagel und ich hoffe, dass ich den Scheiß nicht verfehle und nachher Nahkampf oder so kassiere, goddammit. So. Okay, ja gut, keine Ahnung. Gibt's hier noch einen Encounter für mich oder so? Oder ist es... I don't know.
Wow, Herzschuppe, come on. Also, dafür bin ich jetzt nicht hierher gekommen, aber in Ordnung. Vielleicht will ja hier im Wasser ein Pokémon, ne? Tatsächlich. Tatsächlich, meine Freunde. Und es ist ein Bamelin. Okay. Ja, ist okay. Ist definitiv nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber ist okay. Haha, Verfolgung. Du kleiner Lutscher. So, und tatsächlich resistet Stahl noch Unlicht in dieser Gen. Das ist interessant. Ha! Gute Frage. Tankst du einen Windschnitt von mir? Ich meine, mein Spätz-Attack-Wert ist auf 40. Und Windschnitt ist eine 50er Step-Attacke, ja, wobei... Okay, dann machen wir das anders. Machen wir das einfach anders. Ich gehe zu Piefs rein. Was übrigens im letzten Part tatsächlich mal Insomnia genutzt hat, was mir sehr viel gebracht hat. Da wollte mich jemand mit Gesang einschläfern und naja, Piefs war einfach der Motherfucker. So. Ja, ja, mit dem Burn macht das Ganze nichts mehr. Ja, ich kann eigentlich Hyperbälle spammen, mehr oder weniger, weil ich glaube nicht, dass ein Level 19 Bamelin großartige Probleme machen wird. Ja. Jungs und Mädels, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze, wie ich das Ding nennen soll. Es ist so ätzend, dass ich die letzte Folge verloren habe. Das war so cool. Die Folge war so krass. Die Folge war so krass, Mann. Egal, wie nenne ich dich? Wow, ich habe keinen Plan, wie ich dich nenne. Nennen wir dich... Oh Mann. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dich nennen soll. Donner. Wir nennen dich einfach mal Donner. Na, ich habe mich gefragt, will ich sie Madonna nennen, so, weil sie so Tierpelze bekommt, sobald sie irgendwie gelevelt ist und so, keine Ahnung, aber keine Ahnung. Ehrlich gesagt interessiert mich Bamelin null. Also das war wahrscheinlich der schrecklichste Encounter, den ich hier hätte bekommen können, to be honest. Also ich habe wirklich nur Pech gerade. Lasst uns mal gucken, was hier einfach so gekommen wäre, was es hier gegeben hätte. Nein, ich möchte keinen Schutz mehr einsetzen. So, gucken wir doch einfach mal in die Wiese, was es hier gegeben hätte. Natürlich Wablu. Altaria hätte es hier gegeben. G fucking the G. Es hätte Wablu gegeben. Einfach mal so ein fucking Altaria. Und ich bekomme ein Bamelin. Ein Entoron? Ey. An der Stelle ist wirklich, also ohne Spaß, ist gerade alles besser als Bamelin. Bamelin ist so ein Scheiß-Pokémon. Aber wetten, wir bekommen ein gutes Wesen auf Bamelin? Weil Bamelin ist ein Scheiß-Pokémon und deswegen bekommen wir wahrscheinlich jetzt ein gutes Wesen drauf. So, Freunde, es ist Zeit, euch die Encounter zu zeigen, die wir hier gesammelt haben. In der letzten Folge. Macht euch auf was gefasst. Seid ihr gespannt? Okay, wollt ihr die Encounter wirklich sehen? Wollt ihr sie wirklich sehen? Und vor allem wollt ihr ihre Wesen sehen? Dann drückt jetzt einen Daumen hoch. Ich warte. Ich warte hier. Passt schon. Lasst ihr Zeit. Ah, heute ist mal wieder richtig schönes Wetter, Alter.
Na, wie sieht's aus? Hast du schon gedrückt? Noch nicht? Okay, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Da unten ist der Daumen-Button. Seh dich um! Und gib einen Daumen hoch. Okay, dann geht's gleich weiter. Und? Hast du den Daumen gefunden? Okay, cool. Das ist nice. Unsere Encounter aus der letzten Folge, meine Freunde. Ich präsentiere Instagram, das Stern-Du. Denn wie wir alle wissen, ist laut KS-Freak nur derjenige ein Star und relevant, wer viele Instagram-Follower hat. Deswegen Instagram, das Stern-Du, mit einem forschen Wesen, das heißt ein Minus-Init-Wesen und ein Plus-Spezialverteidigungswesen. Ist total gut für ein Stern-Du. Okay. Vor allem mit Erleuchtung, weil was wollen wir mehr als mehr Pokémon-Begegnungen im Gras? Was wollen wir mehr? Übrigens zählt diese Erleuchtung auch für raschelndes Gras oder so, weil dann hätte diese Fähigkeit ja Nutzen. Ansonsten wäre es ja total doof, sowas, ne? Dann, das ist Instagram, okay? Dann haben wir Bamelin. Und Bamelin mit Wassertempo und einem, was ist es? Ein freches Wesen. Was tatsächlich den Angriff stärkt und nicht mal scheiße ist für ein Bamelin. Okay. Aber Leute, ich hatte ein einziges MVP. Und damit ihr wisst, weswegen all die drei Pokémon Wasser-Pokémon sind, die wir gefangen haben. Wir haben eine Schwäche gegen Kampf-Pokémon. Ne? Zoroark wird von Kampf-Pokémon gekillt. Stalobor wird von Kampf-Pokémon gekillt. Siberio wird von Kampf-Pokémon gekillt. Und wir haben eine Feuerschwäche. Panzeron wird von Feuer-Pokémon gekillt. Siberio wird von Feuer-Pokémon gekillt. Hutsasa wird von Feuer-Pokémon gekillt. Und Stalobor natürlich auch. Das heißt, wir haben eine massive Feuer- und Kampfschwäche. Welches Pokémon würde sich besser eignen, um Kampf- und Feuer-Pokémon aufzuhalten, als ein Aboqua-Fucking-Lüb? Und anstatt Apoqualyp habe ich es einfach mal Apoblue genannt, weil, ne, Apored, Apoblue, versteht ihr, oder? Aber gucken wir uns doch mal das Wesen an. Solo. Was für ein Wesen ist Solo? Ja, plus Angriff, minus Verteidigung. Auf einem defensiven Pokémon, was maximal mit speziell offensiven Attacken angreift und den Angriff niemals, niemals im Leben gebrauchen wird. Das ist Apoblue. Leute, als ich das Ding gesehen habe, ich habe Freudensprünge gemacht. Das ist der beste Encounter seit fucking ever, seit langer Zeit. Und dann hat so ein Wesen? Minus Verteidigung plus Angriff? Ein Apoqualyp mit plus Angriff? Es hat eine Kampfimmunität, es hat eine Wasserimmunität, es hat eine Feuerresistance, es hat Genesung, es hat Aquawelle, es hat Nachtnebel. Aber es hat so ein verficktes Wesen. Ja. Und jetzt bekommen wir sowas, was absolut nichts bringt. Dreckiger Nichtsnutz aus der dritten Gen. Dessen Entwicklung mein gesamtes Team ausgelöscht hat. Und bekommen ein gutes Wesen drauf. Oder ein akzeptables Wesen drauf. Das ist bitter, oder? Das ist bitter. Das ist, glaube ich, das größte Meme in dieser Nuzlocke. Dass ich niemals ein Pokémon bekommen kann mit einem guten fucking Wesen, was man gebrauchen kann. Tja.
Ich werde mich trotzdem für Quabbel entscheiden. Beziehungsweise für Apo Blue, weil das Typing ist einfach unglaublich gut. Außerdem brauche ich ein Pokémon, was Surfer kann. Oh Mann, okay. Jetzt ist nur die Frage, was behalten wir im Team? Banette? Oder Panzer Aeron? Die Sache ist, Panzer Aeron hat einfach gar nichts zu melden. Panzer Aeron ist zwar defensiv ganz gut aufgestellt, kann vielleicht Stachler verteilen, aber... Leute. Ein mäßiges Wesen macht halt einfach, dass es irgendwie, ich weiß nicht, 40 Spezialangriff hat. Und 60 Angriff. Ja, cool. Ne? Macht nicht so viel. Banette ist trotz des stillen Wesens besser. Es hat 74 Angriff. Es hat einen Schattenstoß, was eine Prio ist. Es hat ein Irrlicht, was im letzten Part mir den Arsch gerettet hat. Es hat Bürde, um ein bisschen gut anzugreifen. Und es hat Spukball plus Bandsticker. Und es hat Insomnia. Jetzt ist die Frage, was wollen wir benutzen? Die Sache ist die, in Doppelkämpfen kann ich Panzer Aeron zusammen mit Stalobor einsetzen und Erdbeben spammen. Das kann ich mit keinem anderen Pokémon machen, während Doppelkämpfen. Und dennoch will ich lieber Peeves statt Panzer Aeron mitnehmen. Leute, wir machen das Ganze mal provisorisch so. Okay, ich weiß, es ist kein gutes Team, es ist kein ausgeglichenes Team, es ist kein schönes Team. Aber es ist eben ein Team, okay? Und, es ist so schade. Du wärst mein MVP geworden! Mein neues MVP wärst du geworden! Und du traust dich... Leute, ihr müsst wissen... Ich war in dem Part letztes Mal, ne? Ich war da, ich bin durch den Raum gesprungen und ich habe geschrien und ich habe mich so krass gefreut und ich habe gesagt, bitte, Apoqualyp, ich schwöre auf alles und jeden, du darfst nicht ein schlechtes Wesen haben, bitte. Wenn, ne, einfach kein schlechtes Wesen, bitte, alles andere ist mir egal. Einfach du heute jetzt mal nicht ein schlechtes Wesen. Ich komme zurück und dann sehe ich sowas. Plus Angriff, minus Verteidigung auf Apoqualyp. GG. Dennoch nehmen wir Apo Blue mit. Schon alleine, um Apo Red aus den Charts zu verdrängen. Um ihn aus den Charts zu spülen. Nein, wie gesagt, wir brauchen einen Surfer-Pokémon. Wir brauchen ein Pokémon, was Kampfattacken und Feuerattacken resistet. Egal, wie das fucking Wesen jetzt einfach mal ist. Wir müssen es akzeptieren. Wir müssen das Beste draus machen. So, Surfer ist eine Stärke 95 Attacke und... Naja. Wenigstens hat es kein Minus-Spezialangriffswesen. Ne? So. Okay, Blubstrahl, Aquawelle. Aquawelle trifft immer. Oh, warte mal. Aquawelle hat in dieser Gen Genauigkeit? Okay, ich dachte das... Nee, das war Schockwelle, was nicht verfehlen kann. Okay, Aquawelle hat die Chance zu verwirren. Blubstrahl hat die Chance, Init senken zu lassen. Was im Endeffekt beides total irrelevant ist, weil Surfer ist einfach die viel stärkere Attacke. Ja, Leute, wie gesagt, das Wesen ist absolute Grütze. Absolute fucking Grütze. Aber wir werden es trotzdem mitnehmen, weil das einfach so ein starkes, gutes Pokémon ist. Okay. Ich glaube, Apoqualyp kann auch Irrlicht, ne? Wir lernen mit Apoblue Irrlicht. Und den Nachtnebel tausche ich gegen Spukball. Und dann haben wir ein ziemlich gutes Moveset. Oder soll ich Dunkelklaue verwenden? Oh Gott. Absolute Grütze. Ich bin so demotiviert, Leute. Ich bin so fucking demotiviert, aber... Naja, was soll's.
Eigentlich besteht der ganze Part nur aus Rumweinen, ne? Aber egal, ihr habt mehr gesehen als in den paar letzten Parts wahrscheinlich. Außer der letzten Part, der war echt krass. Der war wirklich heftig. Schade, dass der... Ich hasse das... Ne, es gibt frustrierende Tage. Ich hasse teilweise das Let's Playen, wenn solche Sachen passieren. So, gut, Surfer, Spukball, Irrlicht und Genesung. Mit H2O-Absorber. Das ist okay. Die Sache ist nur die, es ist auf Level 26 und es wird niemals was tanken. Deswegen verteilen wir ihm jetzt den EP-Teiler. Und hoffen, dass er in 5, 6, 7, 8 Parts annähernd, was aushält. So. Solange, ne, weiterhin werden wir die Pokémon leveln, die wir haben. Versuchen zu leveln zumindest. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich möchte mal ganz kurz in die Karte gucken. Ja. Es ist schade, Leute. Ich war wirklich sehr, sehr glücklich. Schwarze Stadt. Oh. Ich war wirklich sehr, sehr glücklich mit dem Encounter und dann einfach so ein Wesen. Das ist so beschissen demotivierend. Im Endeffekt macht 20% Unterschied oder 10% auf einen Wert. Von daher, okay. Dennoch ist es einfach nur frustrierend. Egal, wir gehen weiter. Wir entscheiden uns für ApoBlue. Und ignorieren mal die anderen Pokémon. Jetzt ist die Frage, wie leade ich in diesen Kampf rein? Denn das ist ein dreckiger Ass-Trainer, der uns mal wieder in die Suppe spucken will. Und ich habe keinen Bock, dass der jetzt irgendein Pokémon hat, was mich killt. So, ich leade mal mit Zoroark. Und ihr werdet schnell merken, meine Freunde. Oh, ist ein Reihumkampf. Warum? Warum habt ihr nur Dreier- und Reihumkämpfe? Zebritz, Panzer, Aeron und was? Und Tangela. Und ihr merkt, alle drei Pokémon, die der Junge da hat, die sind alle drei wesentlich höher gelevelt als alle meine Pokémon, außer Pauli. Na, das ist lächerlich. So, ich werde jetzt auf einen Schaufler gehen und... Oh, shit. Stimmt, das ist ein Reihumkampf und nicht ein... Oh, Gott. Stachler. Bitte. Natürlich. Warum solltest du auch... Na, warum... Hab ich ein... Nein, ich habe kein Feuer-Pokémon mehr, ne? Nee. Warum soll ich ein Feuer-Pokémon haben, bruh? Okay, ich glaube, ich muss zu... Ich muss einen Steinhagel droppen. Okay, kannst du bitte... Einmal bitte... Verfolgung? Lol. Okay. Das wird resisted. Ich hätte auch auf ein Erdbeben können, aber hey, ne, zwei Pokémon aus dem Gegnerteam immunisieren und resisten das, von daher. Ja, ja, mach du das mal. Dreh du mal am Rad ein bisschen. Ne, dreh du da mal ein bisschen. Und ich klatsche einfach Steinhagel drauf. Die Stachler aktivieren sich nur, wenn ich rausswitche, ne? Das ist interessant. Okay, ich gehe auf den Clownwetzer. Einfach, weil das gar keinen Damage gerade macht. Oh, oh. Hast du irgendwie Gigasauger oder so einen Scheiß? Stachler... Oh, dankeschön. Gut, das wird ein Two-Hit-KO ab jetzt, ne? Verfolgung. GG. Ey, hätten wir Pauli gerade nicht, wären wir so am Arsch gegen dieses Trio. So, Zebritz ist tot. Wird ein paar EP geben. Alter, dass ApoBlue kein Level weiterkommt? Das ist auf Level
28 oder so. Hot damn. Oh, du hast einen Abschlag. Yo. Der Junge hat mir gerade Pudersand abgeschlagen. Ich gehe nochmal auf den Klauenwetzer, weil ein weiterer Steinhagel wird nicht reichen gegen Tangela. Dann kann ich so oder so auf den Klauenwetzer gehen. So, okay. Bitte keine Para. Oh Gott, Gigasauger. Neutral. Tja, das macht Damage. Das macht guten Damage. Jetzt die Frage. Stahlflügel, okay, wow. Ja, also Pauli macht gerade hier die ganze Arbeit, ne? Tatsächlich, aber in Ordnung. Ich kann jetzt switchen zu Zoroark. Spezialverteidigung plus, nice, gut. Unheilböen. Oh. Das ist um 20 schwächer als Spukball, aber könnte alle Statuswerte boosten. Ich will die Unheilbühne. Ich meine, wir erinnern uns an Pampers. Okay. Leute, ich werde... Spukball kann ich jederzeit wieder erlernen, okay? Wir haben Surfer als Damage-Attacke, die eh mehr Damage macht als Spukball. Und Unheilböen, mit denen man sich boosten kann. Ja. So, Nachthieb. Ich outspeedle, bam, du hast nichts mehr zu melden, Junge. Das war's. Warum müssen diese Ast-Trainer immer diese beschissenen Reihumkämpfe, Kacke... Zeug machen. So. Apo Blue war sogar auf 26, nicht mal auf 28. Ja. Lowest Level ever. Okay. Route 14. Ist hier schon die schwarze Stadt oder wie das Ding heißt? Oh. Ohne Sinn und Zweck tanzen wir. Genauso verschwinden wir von hier? What? Da haben die von Game Freak sich das aber mal sehr einfach gemacht. Ne, das sind einfach komische Leute. Okay. Alright. Okay, nehmen wir so hin. Akzeptieren wir, Freunde. Oder ich akzeptiere es. Oh, warte mal. Haben wir hier überhaupt irgendwo mal wieder so eine Lichtung oder so? Nach denen habe ich auch nie mehr gesucht. Die habe ich immer verpasst wahrscheinlich. Und das sind gerade... Ne, Leute, wir brauchen Encounter. Schreibt mir auf jeden Fall bitte in die Kommentare, falls wir noch irgendwo Encounter offen haben. Eine Lichtung oder irgendwie sowas Nützliches. So, jetzt ist die Frage. Will ich zur Bucht und weiter nach rechts? Unterseetunnel. Ich glaube, das bringt nichts, weil wir noch keinen Taucher und so einen Kram haben, ne? Ich glaube, wir müssen einfach mal durch dieses Ding da, durch diesen Unterseetunnel oder was es ist. Das habe ich letztes Mal gelesen. Wir waren noch nicht drin. Das wollte ich mir für diese Folge eigentlich aufsparen. Aber ja, da ihr die letzte eh nicht gesehen habt, dann habt ihr das wohl auch nicht mitbekommen. Das mit der letzten Folge ist echt schade, Mann. Das ist mega behindert. Aber, naja, es ist halt so, ne? So ist es halt. Okay. Nein. Nicht, Cancer. Nicht jetzt, bitte. Cancer, bitte nicht jetzt, Mann. Mach keine Faxen. Alter, nein, ich hab keinen Bock auf Cancer. Ich hab keinen Bock auf einen Kampf mit Cancer. Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich definitiv nicht ohne Grinding diesen Bereich hier betreten.
Tja. Hier wird die Nuzlocke enden. Oh, du hast nur drei Pokémon. Okay, Fasersnob. Und ich leade mit Pauli, oder? Leade ich mit Pauli? Nein, mit Zoroark. Fuck. Ich outspeede dich auf jeden Fall. Bam. So. Pauli, komm rein. Pauli resistet alles, was Fasersnob kann. Kann mich aber flinchen, der Junge. So, weißt du was? Ich gehe jetzt auf Klauenwetzer. Einfach, damit ich nichts und niemanden den Zufall überlasse. Verhöhner. Ha! Bruder, da muss ein bisschen schneller sein, mein Kopf, mein Freund. Du verhöhnst mich, während ich einen Klauenwetzer aufsetze? Du stallst den Verhöhner aus. Ja gut. Ich habe noch genügend Steinhagel, ne? Boom! Okay. Das muss es gewesen sein mit Fasersnob. Dankeschön. Warte, was kommt rein? Admurai. Oh, shit. Kann ich einen Admurai One-Shot mit einem Erdbeben auf plus 1? Mit Pudersand? Ich muss zu Captain Toad, oder? Ja, ich darf jetzt definitiv keine Faxen machen, Alter. Was machst du? Kalkklinge oder... Wasserdüse? Oh, shit. Wobei, das hätte wahrscheinlich niemals gereicht. Aber in Ordnung. Wir spielen safe. Gehen raus zu Captain Toad. Zugabe? Bruh, du willst mich zugaben? Okay, also, Cancer ist der schlechteste Pokémon-Trainer ever, ne? Muss man mal ehrlich sein. Also die Ast-Trainer sind sehr gefährlich. Aber der Cancer-Junge hier, der kann ja gar nichts. Der kann nix. So. Admurai ist tot. Okay, ich hab Cancer ein bisschen überschätzt, muss ich zugeben tatsächlich. Leute, Daumen hoch für den 40-Minuten-Part heute wieder. Okay, Vegicita. Samenbomben. Genau, und diese Frage habe ich, glaube ich, auch im letzten Part gestellt. War das nicht so, dass Toxin nicht verfehlt werden kann von Gift-Pokémon? Aber in dieser Gen anscheinend schon. Ich glaube, das war in der letzten Folge, wo ich das gefragt habe. Ich verfehle nämlich tatsächlich schon zum zweiten Mal. Und das nacheinander. So. Jetzt würde ich gerne mit Giftschock dich umnocken, mein Freund. Samenbomben jucken mich nicht. Und ich Giftschocke dir ins Gesicht. Und das ist sehr effektiv, Step. Und das dürfte reichen. Dankeschön, Vegicita. Mach's gut, mein Freund. So, Apo Blue auf Level 30. Und es kriegt tatsächlich ein paar Stats. Wow, alright. Das war der Kampf gegen Cancer. Der war nicht annähernd so krass wie der Kampf im letzten Part gegen... Das ist ja... Ja, ja, laber nicht, Mann. Verpiss dich. Ich habe keine Nerven mehr für dich. Verpiss dich einfach, bitte. Gut. So, Freunde, ich würde aber sagen, das war's für die heutigen, ja, für den heutigen Part. Ihr habt gesehen, was für einen Encounter ich bekommen habe. Ich habe euch die Story vom letzten Part erzählt und wir haben noch einen Encounter gefangen. Plus Cancer herausgefordert. Im nächsten Part werden wir durch diese Untersee-Tunnel-Höhle gehen oder so. Und dann hoffentlich noch auf ein paar Encounter treffen, die potenziell Partner für unser Team wären. Freunde, ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und haut rein.